Muss ich ja jetzt irgendwie rüberspringen? Und Sprung! I was determined not to give up, however. Okay, hat ja immerhin funktioniert. Ich bin angekommen, da wo ich wollte. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. Okay. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. Aha. There he is. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find a way. Oh shit. Krass. Ich hab's gerade ewig nicht gepackt, die Maus nach unten zu ziehen. Na, gleich mal das halbe Magazin verballert für den Typen. So. So geht das nämlich eigentlich. Gezielte Schüsse. So, aber ich hab's keinen Bock hier auf euch. Deswegen. Tschüss, Dynamit. Ja, weggeballert den Typen. So. Ich mache jetzt hier mal eine Runde wieder ein auf Ranger. Ja, gut, dass die Silas wenigstens nicht einig wird, wo. Aha. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Okay, irgendwo gibt's jetzt hier einen Fahrstuhl. Okay. Und hier vorne gibt's noch mal eine Leiter. Ach nee, das ist der Fahrstuhl. Wir nehmen mal den Fahrstuhl. Leitern sind wir jetzt ja schon genug gegangen hier in diesem Level. I picked the more convenient and more dangerous route. Ah. So. Da oben sind die beiden. Ja, beide erledigt. Wie sich das für einen anständigen Gunslinger auch gehört. Ganz schnell wird das hier alles geklärt. Und jetzt können wir jetzt hier irgendwas benutzen. Was auch immer das ist. Es wird benutzt. Sonst könnte man es ja nicht benutzen. Da ist ja die Leiter. Achso, es ist die Leiter, die sowieso gemeint war. Kommt mal weiter. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right. Well, he was a sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. You're done. Okay, langsam habe ich das Gefühl, dass Silas ja schon gar nicht mehr weiß, was er da überhaupt sich da zusammenspinnt. Aber wir machen hier weiter. Hilfe. Die Frage ist nur, wo wir hier weitermachen. Okay, keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade bin. Aber es scheint richtig gewesen zu sein. Gesetzeshüter, Verbrecher, taugenichts. Henry Plummer. Catch this, well, you son of a bitch! This day is just getting worse and worse for you, ain't it? Okay, Henry Plummer wirft hier wohl ganz gerne. And I could see right away that this was gonna take some doing. So, schön mit der Konzentration ein bisschen was gemacht. Schnell nachladen. Wo ist der Typ? Da oben. Was? Hilfe! Oh, er hat seine Jungs gerufen. Aber sie werden ihm nichts helfen, nichts bringen und ihm nicht helfen, aber sie werden mich erschießen. Das ist natürlich Mist. Wie kann man hier tödlichen Schüssen ausweichen? Ja, zumindest unter gewissen Voraussetzungen.
They're gonna bury you in a million pieces. Oh, oh. You can run, but you can't hide forever. I can shoot too. Who said you could throw dynamite? Wo ist dieses Aas? You ain't taking me. Oh, oh. Jetzt wirft er hier mit seinem blöden Dynamitstangen. No blood money for you today. Oh, oh. Nein! Ah, mitten ins Auge bekommen die Kugel. Ja, da habe ich ihn leider kurz aus der Sicht verloren. So, Henry Plummer. Aber jetzt müssen wir schon bei Henry Plummer V2, also in der zweiten Phase. Ui. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Kann mir mal jemand erklären, wie ich den jetzt gerade getötet habe? Aber egal. Ja, wir haben Henry Plummer erledigt und sind damit jetzt offiziell ein Kopfgeldjäger geworden, ein Bounty Hunter und nicht mehr nur ein Gunslinger, ein Revolverheld. Ja, wir haben diese Runde eine lächerliche Präzision von 48%, haben 47 Gegner erledigt, eine von vier Wahrheiten gefunden und ja, Waffe der Wahl Ranger, Auszeichnung der Wahl im Fallen. Ja. Naja, kann man ja so stehen lassen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt unsere Karriere als Kopfgeldjäger und werden uns noch den ein oder anderen Bösewicht des Wilden Westens vorknöpfen. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Episode 4. John Wesley Hardin. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Sei schnell oder stirb. Ja, Wild Bill Hickok ist eigentlich auch ein recht bekannter Western-Revolverheld. Also zumindest, wenn man jetzt mal ein paar Western-Filme sieht oder so, so oder so ein paar Groschenheftchen liest, so Karl May die Ecke. Okay, ich glaube jetzt in den Büchern von Karl May kamen jetzt die echten Western-Helden niemals vor. Aber ihr wisst da schon, was ich meine. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Ja, geht's direkt schon wieder los hier. Voll unter Beschuss. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Also irgendwie muss ich, glaube ich, hier mal ein bisschen zur großen Wumme wechseln. So. Ja, so läuft's das doch hier. Drei Schüsse, drei Tote. Let's Bounty Hunter work. Aber ich sollte nicht zu übermütig werden. Lieber so ein bisschen auch so in Deckung gehen. Ja, ihr seht, es läuft das hier schon ein bisschen flüssiger. Ich habe noch ein bisschen rum optimiert. Deswegen in der letzten Folge gab es ja da so ein kleines Leckproblem und so ein kleines FPS-Problem, aber... Jetzt ist hier alles wieder schick und schön schnell, schön geschmeidig, so wie wir das wollen. Wow. Ah, I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night, as I fought my way past his loyal compadres. Ja, es war scheißkalt in dieser Nacht. Ah, hier kann man auch noch aufs Dach rauf, sehe ich gerade. Sollte mir vielleicht auch in Erwägung ziehen. Wenn ich jetzt hier schon mit der Flinte rumrenne.
einfach mal auf eine erhöhte Position wechseln. So. Aber die Straße scheint soweit gesäubert von sämtlichen Unrat. Aber da ist ein offenes Fenster, da möchte ich hinein. Vielleicht treffe ich da ja eine vollbusige Schönheit. Okay, treffe ich nicht. Es gibt eine abgesägte Schrotflinte. Und es gibt ein Geheimnis. Bull's Head Saloon. Ja, leider durch die Tür hier können wir nicht durch. Eine Karte von Nordamerika. Ja, und hier noch eine Tür. Oh, die können wir sogar öffnen. The very same saloon we're sitting in today. Okay, hier war wohl schon jemand vor mir am Start. Wir sind ja schon alle tot. Ja, der Junge hier ist auch schon K.O. Aha. Die Frage ist nur, ist der Killer noch hier? Look around and imagine this place painted in blood. Harden was waiting for me. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this some bitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Harden was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. I'm freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. So ein Schleichwunsch hier ein bisschen an. To go after Harden anyway. Da vorne sind sie schon. Better 3 hours early than und tschüss Jungs, hier gibt's eine kleine Überraschung für euch. Dynamit. They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Harden was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. Did you see that? So. Schnell in die Akimbos gewechselt. Und dann gibt's hier... Nein! Für mich eine Kugel ins Gesicht. Okay, war ich jetzt doch sehr unvorsichtig gewesen. Das sollte ich beim nächsten Mal anders machen. Und das nächste Mal kommt jetzt. Also erstmal die da schnell mit dem Dynamit erledigen. So. Und dann kommen die ja gleich da von der anderen Seite. Da oben kommen sie lang. Ja, ich treffe wieder 1A, treffe ich hier. Jetzt aber hier. So. Boah, 300. Gibt gleich wieder ein Level up. Das ist schön, das ist sogar sehr schön. I had to spill a lot of blood to find out Harden wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Harden's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Aha, feiert also in einer Bar. Und hier ist irgendwo ein Geheimnis. Ich bin gerade dran vorbeigelaufen. So, haben wir es auch schon gefunden. Den nächsten Nugget der Wahrheit. Und wir haben Level abgemacht. Ich wollte jetzt ja ein bisschen weiter mich hier auf Ranger noch mit skillen. Wahrheitssucher. Tipps zu Nuggets der Wahrheit. Lass keine wichtigen Details aus. Zusätzliche Geräusche und Hinweise leiten dich zu den verborgenen Nuggets der Wahrheit. Voraus, dass du bist nah genug. Aha, was sind wir hier? Tiefe Taschen, also mehr Kapazität. Dann nehme ich mal lieber das Nuggets der Wahrheit Upgrade, dass ich vielleicht eine Chance habe, hier noch ein paar Infos zu erhalten. Ich habe noch ein Level abgemacht, oder was? Ich wollte schon sagen. Habe ich noch eins? Ja, ich habe noch ein Level abgemacht. Ruhige Hand. Ah, zusätzlicher Zoom beim Zielen. Ah, ne.
Da muss ich erst noch ein Level abmachen. Gut. So, erstmal gibt es ein kleines Geschenk. Glück gehabt. Der tödliche Schuss hätte jetzt mein letzter sein können. So. Lieber erstmal schön Deckung suchen hier. Ah, von wegen Deckung suchen. Da kommt gleich der nächste von ihnen. Ich wollte echt in Deckung gehen hier. So jetzt. So. Ich laufe hier immer so halb den Stein hoch. Deswegen komme ich hier aus meiner Deckung immer raus. So, jetzt aber hier.